Wenn sich in den großen Städten die Nacht über den Tag legt, erwacht plötzlich eine ganz eigene Welt. Es ist die Welt der Ratten, die den Menschen seit jeher wie ein Schatten begleitet. Schaurige Geschichten und Gerüchte, Ekel und Emotionen umschwirren sie. Sie sind schmutzig, aggressiv und verschlagen, übertragen tödliche Krankheiten und sie sind überall. Es scheint, als kenne man dieses Tier besser, als einem lieb ist. Was aber wissen wir wirklich über unsere ungeliebten Nachbarn? Die am weitesten verbreitete urbane Legende über Ratten ist, dass sie genauso zahlreich, wenn nicht sogar zahlreicher sind, als die Einwohner der Stadt. Sie taucht regelmäßig in Paris, New York oder anderen westlichen Städten auf. Diese Idee, dass es unheimlich viele Ratten in der Stadt gibt, die jeden Moment die Kontrolle übernehmen. Leute erzählen von Ratten so groß wie Katzen. Nun, das müssen dann schon sehr kleine Katzen sein. Irgendwie bauschen wir Ratten in unserer Gesellschaft gerne auf, um diese zu faszinierenden Kreaturen zu machen. Ratten lösen wirklich sehr starke Reaktionen bei Menschen aus. Wegen dieser Geschichten, dass sie Krankheiten übertragen. All diese alten Stories über Ratten. Es ist wirklich ein Thema, das jeden betrifft. Und jeder hat eine Meinung über die Ratte in der Stadt. Und gleichzeitig kennt man sie sehr, sehr wenig. Ich war geschockt. Wir wissen tatsächlich mehr über Eisbären und Blauwale als über Ratten. Da ist die Angst, der Ekel. Wir sind aber auch einfach fasziniert von ihnen. Wir lieben es, sie zu hassen.